Ich grüße dich. Wieso Zedernussöl soll man im Taiga kalt pressen, Holz pressen und nicht hier in Europa? Ja, mich erreichen immer wieder nicht Videos, sondern Anfrage, dass Zedernussöl ist nur dann frisch, wenn er gleich vor Ort gepresst und dann ist gut. Gehen wir davon aus, dass das Pressen stattfindet in Deutschland. Was ist in Deutschland? In Deutschland herrscht ein Energiefeld. Und ich muss sagen, nicht das beste Energiefeld. Diese Information wird in das Öl auch fließen, aber auch Sauerstoff, Luft, in welchem stattfinden diese Pressen. Im Taiga, so wie Familie Migré es macht, und ich war vor Ort und ich weiß, über was ich spreche, im Taiga wird Öle gepresst in einem Zedernhaus. Es presse ist Holz und das wird in kleine Glasgefäße abgefüllt und sofort in Flasche, kleine Flasche umgefüllt und verschlossen. Und das wird gemacht nur dann, wenn ich beispielsweise anrufe und sage, wir brauchen neue Schub vom Zedernussöl. Dann wird das gepresst und in 2 Wochen ist das hier in Deutschland. Und das ist frisch. Und Zedernussöl im Vergleich zum Leinöl kippt nicht so schnell um und oxidiert sich nicht so schnell, weil er hat sehr hohe Anteile an Vitamin E, was Leinöl nicht hat. Deswegen Zedernussöl ist stabile Öl und geht nicht so schnell kaputt. Es ist nur für die Menschen, welche nicht diese Eigenschaften vom Zedernussöl und Leinöl kennen. Deswegen meine Meinung nach, und Anastasia hat über diese Prozedur, wie man Zedernussöl pressen soll, richtig Familie Migré verraten, dass das im Zedernholz soll stattfinden und im Taiga und nicht außerhalb vom Taiga. Genau wird so diese Öl produziert. Und alle anderen natürlich Menschen versuchen leben im Konkurrenzmodus und die sagen, es ist schlecht, es ist gut. Es gibt nicht schlecht, es gibt nicht gut. Ich sage, welche Öl wirkungsvoll, welche wirklich seine Heilkräfte hat und welche nicht. Und Zedernussöl hat seine Kräfte dann, wenn es umgeben vom Zeder produziert war. Du kennst jetzt das. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ciao.